Wir empfangen nun das Prinzenpaar der Stadt Dortmund. Aber wir haben feierlichen Dienstag und ich darf Sie alle nochmals hier recht herzlich begrüßen. Zum Abschluss dieser, wie ich einfach meine, grandiosen Session in diesem Jahr 2011. Und ich darf mich bei allen Karnevalisten hier in Goch einmal aufs Herzlichste bedanken. Sie haben hier einmal gezeigt, oder wieder einmal gezeigt, dass der Gocher Karneval wirklich in unserer Region einzigartig ist. Und das erfüllt mich natürlich als Bürgermeister mit großem Stolz, weil wir auch aus allen anderen Regionen hier um diesen Karneval, um diese karnevalstreibenden Vereine wirklich beneidet werden. Wir haben, glaube ich, wirklich sagen zu dürfen, eine grandiose Session hinter uns. Und ich darf mich auch beim KKK, beim Kolpingkarneval recht herzlich bedanken. Sie, ihr alle, habt das in diesem Jahr mit allen anderen zusammen großartig gemacht. Ich denke, da gibt es einfach nichts mehr zu toppen. Und ihr habt natürlich auch ein grandioses Prinzenpaar in diesem Jahr gestellt, die, egal wo sie aufgetaucht sind, wirklich die Herzen der Menschen im Sturm erobert haben. Und die beiden stehen ja nun wirklich dafür, dass sie ganz nah bei den Menschen, bei den Leuten sind. Und das habt ihr in hervorragender Weise bewiesen. Und dafür darf ich euch wirklich einmal ganz recht herzlich im Namen der Gocher Bevölkerung auch danken. Sehen zu dürfen. Ich darf wirklich sagen, der Enthusiasmus, die Freude, diesen Spaß, den Sie alle gehabt haben, der war wirklich sehr ansteckend. Und ich denke mal, das hat man bis zum gestrigen Rosenmontagszug auch gemerkt. Ihr wart allerdings auch vom Glück beseelt, denn es hat von Anfang an, von der Prinzenkühe an, über all die Veranstaltungen bis gestern, und ich würde auch mal sagen bis heute, hier herausragend geklappt. Ich strapaziere das Wort herausragend, aber man kann es wirklich, glaube ich, nicht anders bezeichnen. Ihr wart auch vom Glück beseelt, bis heute habt ihr ein tolles Wetter gehabt. Es hat einfach alles gepasst. Und dafür dürfen wir dem lieben Gott im Himmel danken, dass das so ist. Und ich denke, wir können da keinen mehr draufsetzen. Ich kann auch keinem raten, sowas kopieren zu wollen. Jeder muss seinen Karneval feiern, jede Abordnung, jeder Verein. Aber ich glaube, wir haben schon ein tolles Ereignis in diesem Jahr erlebt. Ja. Aber wie gesagt, nur ein Anfang, da ist ein Ende. Ich möchte mich bei euch beiden in Vertretung für alle anderen, die mitgemacht haben, auch in Vertretung für alle anderen Vereine, denen ich nochmal recht herzlich danke, dass sie auch Kolping so toll unterstützt haben in ihren Veranstaltungen, beim Rosenmontagszug, beim Rathaussturm. Ich habe allerdings noch keine nassen Füße von der Nierswelle. Ich hoffe mal, dass heute keine Rohre brechen, wo so viele Leute hier sind. Ich darf mich bei euch einfach nochmal stellvertretend für alle anderen Karnevalisten hier in Goch bedanken. Und ich habe für euch zwei kleine Geschenke mitgebracht.
Ich denke einfach mal, Blumen hat Anna genug bekommen. Und ich habe mir mal erlaubt, etwas für die ruhigeren Stunden nachher zu besorgen. In unserem Gornest habt ihr dann mal Zeit zu relaxen. Euch beiden nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Ja, und dann haben wir hier nochmal unseren Goffer Wein. Und den möchte ich auch den beiden Adjutanten, die, glaube ich, auch grandios geleistet haben und auf die ihr natürlich sehr stolz sein können. Für die beiden habe ich auch für die ruhigen Stunden, die ja ab morgen so anbrechen werden, gehe ich mal von aus, wenn die Abrechnung auch gemacht worden ist. Ja, ein bisschen Wein für Markus. Und für deine liebe Mutter, denn ich denke mal, die beiden haben euch unglaublich repariert, unterstützt und mit diesem Rückhalt konntet ihr nur das machen, was ihr gemacht habt. Daher recht herzlichen Dank, euch beiden ein Blumensträußchen. Ich lasse mal durch Hermann Josef hochbringen. Küsschen hole ich mir daher ab. Okay. Ja, meine lieben Karnevalsfreunde, auf diesen falschen Dienstag darf ich nochmal ausrufen, ein dreifaches Goch. Falschen Dienstag. Prinzenpaar. Danke. Meine lieben Freunde, wir machen es erstmal so, wie wir es bisher auch getan haben. Und doch ist ja noch alles beim Alten und alles gut so. Das Prinz bei der Stadt Koch und die Prinz des Goldbekanomen-Komitees. 1885 Uhr. Grüßt euch alle. Hier im Apparat aus mit Rammel von Herzen. Go! Falsche Dienste! Prinz Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Liebe Freunde des Karnevals hier, wir freuen uns, dass ihr alle hier dabei seid. Wir freuen uns natürlich nicht so sehr, hier zu sein, aber es ist toll, dass ihr uns alle hierher begleitet habt. Und deshalb begrüßen wir euch mit einem dreifach kräftigen Go! Kolping! Falsche Dienstag! Ja, Karl-Heinz, wohin Anfang, dein Ende? Du hast schon gesagt. Wir haben im vergangenen Jahr überlegt, dass wir das Ganze in einem würdigen Rahmen abschließen wollen und dass wir einfach vielleicht können wir dazu beitragen, vom Kolping Karneval eine neue Tradition ins Leben zu rufen. Ich denke, es gehört sich so, wir haben vor genau 2 Monaten, am 8. Januar, ist also genau 2 Monate her, auf der Prinzenkühe feierlich in tollem Rahmen die Insignien der Macht erhalten. Das letzte Teil, was uns fehlte, haben wir dir am Samstag noch entwendet. Und ich denke, es ist an der Zeit, einfach auch mich zum einen erstmal recht herzlich zu bedanken, sicherlich bei dir stellvertretend für alle Mitglieder und alle Mitarbeiter hier der Verwaltung, der Stadt, auch der kommunalen Eigenbetriebe, natürlich auch bei den Freunden vom Festkomitee, aber auch bei euch, allen karnevalstreibenden Vereinen unserer Stadt, bei unseren Karnevalsfrauen, bei, was haben wir noch, Ehrenmitglieder, sind auch alle gekommen, hallo, willkommen Jungs, einfach bei allen, es war eine unglaubliche Session. Ich kann auch jedem nur raten, und das haben wir auch im Vorfeld gemacht, wir hatten uns immer als Ziel gesetzt, wir wollen uns toppen, wir machen unser Ding und ich glaube, das ist das, was den Gocher Karneval auch ausmacht. Wir haben bürgernahen Karneval, wir sind durch die Vereine fest in der Bürgerschaft verwurzelt und es ist gut so, dass wir in jedem Jahr eine andere Farbe präsentieren. Jeder geht seinen Weg, jeder versucht natürlich den bestmöglichen Weg für sich zu gehen, aber man kann uns nicht vergleichen, jeder hat seine Strukturen. Ich glaube, wir haben es in diesem Jahr geschafft, dafür, dass wir die älteste karnevalstragende Gesellschaft dieser Stadt sind, wirklich Tradition und Innovation zu vermischen. Wir haben guten Bogen gespannt. Herzlichen Dank auch nochmal an die vielen, vielen Karnevalisten, dass wir es auch geschafft haben, dass unsere Nachenburg zum Anlaufpunkt wurde. Die Bude war jedes Wochenende gerappelt voll. Die Leute sind zu uns gekommen, um mit uns zu feiern. Und ich glaube, das macht auch einiges aus. Wenn wir alle gemeinsam zusammen feiern, miteinander feiern, können wir uns viele Seitenhiebe ersparen und haben einfach alle viel mehr Freude und viel mehr Spaß an dieser Session. Es war eine lange Session, man hört es meiner Stimme an, wobei ich jetzt gerade noch eben schnell eine Cola und 3 Zigaretten nämlich reingetan habe, damit die Stimme noch ein bisschen hält. Ich hatte vorhin gar keine mehr. Wir haben 300, wir sind jetzt hier heute, gerade eben bei dem 339. Termin. Wir kennen die Terminpläne der vergangenen Jahre, wir wissen, dass das eine absolute Ausnahmezahl ist, es lag sicherlich an den vielen Wochen. Wir haben
rund 20 Geburtstagen besucht, die man da abzählen könnte. Der Rest waren karnevalistische Termine hier in der Region und im Umland. Und ich muss einfach nach dieser Zeit auf der Prinzengarde ein Riesenkompliment machen. Wir waren zu jeder Zeit in einer ganz stattlichen Anzahl vertreten. Ich hatte vorher die Losung rausgegeben, es zählt für mich nicht die größte Garde. Der Schmidt-Peters, weiß nicht, Jupp-Peters, der dicke Jupp hier. Jupp-Peters. Er hat mir mal vor 15 Jahren gesagt, als wir bei Kolping auch immer eine sehr, sehr große Garde hatten, hat er mir mal irgendwann beim Abendbrot in seiner Küche gesagt, pass mal auf, Junge, bevor du 60 Leute hast, wo du dich nur auf 30 verlassen kannst, nimm lieber 35 und du kannst dich auf jeden verlassen. Das war unsere Denke. Wir haben eine stattliche Truppe zusammenbekommen und ich kann wirklich sagen, wir haben sehr, sehr viele Termine mit absoluter Bestbesetzung gefahren. Die Jungs haben nachts wirklich die Kuh fliegen lassen und waren am nächsten Morgen wieder da. Wenn wir Arbeiten zu verrichten hatten innerhalb der Prinzengarde, kam nur eine kleine Ansage, wir brauchen 5 Leute und die ersten rannten los und zogen ihre Jacken an. Herzlichen Dank an euch, liebe Prinzengarde. Wir zwei konnten das natürlich auch alles nur bringen, weil wir so eine Mannschaft hinter uns hatten. Dazu zählt auch der Spielmannszug, auf den 100%iger Verlass war, sogar 120%. Die Jungs haben sich für uns wirklich den Allerwertesten aufgerissen. Herzlichen Dank an euch und herzlichen Dank natürlich an die ganzen Prinzengarde. Ja, lieber Karl-Heinz, wir fangen mal langsam an. Ich durfte diesen Schlüssel, wir zwei durften diesen Schlüssel 4 Tage innehalten. Ich habe ein paar Dinge hier in der Verwaltung angeleiert. Baustellungen, ein paar große Projekte konnte ich leider nicht abschließen. Aber herzlichen Dank, genau. Also ich bin noch dran mit dem Kreisverkehr am Bahnhof, der Arno-Freundin-Kreisel. Ich werde da auch eine Eingabe in den Rat machen, da kannst du dich drauf verlassen. Die kriegt ihr. Und ich danke recht, recht herzlich für die Unterstützung. Ich gebe dir gerne wieder zurück. Du machst das nämlich viel besser als ich. Ich habe nämlich ehrlich gesagt in den 4 Tagen überhaupt nichts gemacht. herzlichen Dank von uns beiden. Und ja, ich denke, die liebe Anna wird dir den Schlüssel, sie hat ihn auch bekommen, sie wird ihn dir auch wieder zurückgeben. Verbunden mit dem herzlichen Dankeschön. Wie gesagt, nochmal danke an euch alle. Das war wirklich, ist normalerweise nicht so mein Wortschatz auf der Bühne, aber das war eine geile Zeit. Das war nicht der Höhepunkt meines Lebens, das habe ich von Anfang an gesagt. Die Höhepunkte meines Lebens liegen im familiären Bereich, da oben steht er. Aber es war karnevalistisch definitiv der Höhepunkt. Da ist nichts mehr dran zu toppen. Ich werde mich bemühen, auch morgen sofort zu realisieren, dass ich dieser Zeit nicht hinterherlaufe. Ich werde versuchen, morgen schon mit der ganzen Geschichte abzuschließen. Ich habe im Verein immer noch einen guten Job, bin ja auch im Festkomitee aktiv, also irgendwo werde ich im Karneval wieder auftauchen. Aber die Zeit haben wir gehabt und alles, was jetzt noch käme, und das habe ich heute Morgen noch zu Anna gesagt, als wir dann morgens im Bus saßen und gedacht haben, Mensch, jetzt letzte Tour. Alles, was jetzt noch käme, jeder Tag, den wir jetzt noch dranhängen würden, könnte uns nicht mehr bereichern. Ich glaube, wenn man das sagen kann, dann ist man wirklich an einem guten Punkt und man soll am Höhepunkt aufhören und den haben wir definitiv. Wir haben einen grandiosen Straßenkarneval gehabt, wir haben einen grandiosen Sitzungskarneval gehabt, wir haben Auftritte da gehabt, die werden mit Sicherheit noch in einigen Geschichtsbüchern auftauchen. Nein, wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt und wir können in den kommenden, selbst wenn wir jetzt sagen, wir hängen eine Woche dran, es kann nichts mehr dazukommen, wo wir sagen, Mensch, da haben wir was verpasst oder da müssen wir noch was mitnehmen. Von daher, wenn man am Höhepunkt sagen kann, das war's, Ende aus, finito, ich glaube, dann ist man ein glücklicher Mensch und ich bin im Moment ein verdammt glücklicher Mensch. Ich danke meiner Gesundheit, vor allen Dingen meinem Körper, der mich durch diese 8,5 Wochen getragen hat. Die Wetten standen anders. Ich habe durchgehalten und ich danke natürlich auch meiner Frau, die da gerade noch stand, da unten. Hi, grüß dich. Super, zwischen den beiden der Schwiegermutter, nee, toll. Ja, ich danke natürlich auch meiner Frau, liebe Diana, 2 kleine Kinder zu Hause und ich die ganzen letzten 5 Wochen weg. Dankeschön, dass ich dann erleben durfte. Und wenn das machen wir heute Abend, wenn wir unter uns sind. Und der Freude war eine wunderbare Zeit, die wir hier in Goch hatten. Ein
mindestens eine Person da war. Wir haben dieses Motto, vergesst die Farbe eurer Jacken, einfach geschafft umzusetzen. Das schafft nicht jede Stadt. Das ist hier in Gorch etwas ganz, ganz Besonderes. Und deswegen sind wir stolz, Repräsentanten dieser wunderschönen Heimatstadt gewesen zu sein. Und was wäre denn am Montag gewesen? Was wären die vielen Sitzungen im Kastell und im Umkreis von Gorch gewesen, wenn da nicht viele Karnevalisten gesessen hätten, die sich über unseren Besuch freuen, die hinter uns und für uns herlaufen, um mit uns gemeinsam hier das Rathaus zu stürmen und den Leuten Freude und Spaß an der Freude zu bringen. Das war unser Motto und ich glaube, wir haben es geschafft, dieses umzusetzen. Wir hatten nicht nur in der Garde sehr, sehr viel Spaß an der Freude, sondern wir konnten diese auch zu den Leuten hinaustragen, egal ob groß oder klein, jung oder alt, dick oder dünn, wie auch immer, arm oder reich. Wir haben sehr, sehr viele Leute erreicht und ich bin froh über jeden der vielen, vielen Auftritte, die wir gemacht haben, weil wir wirklich immer, immer die Leute mit unserem Tun erreicht haben und ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, egal wie es ihnen vorher ging. Und wenn das kleine Kind im Kinderwagen vorher geweint hat und wir mit unserem Kinderorden dort hergekommen sind, dann hat es auch wieder gelacht. Und diese Momente, liebe Leute, die werden wir nie vergessen. Uns nur zu bedanken bei dieser wunderbaren Stadt und bei den vielen Karnevalisten hier von den verschiedenen Vereinen, aber ganz besonders natürlich auch bei unserer Prinzengarde und dem Spielmannszug und bei unseren Karnevalsfrauen, die natürlich ganz nah und ganz aktiv dabei waren. Wir sind stolz auf das, was wir hier gemacht haben und ich freue mich, dass ihr heute alle hier seid, um jetzt noch einmal auszurufen auf unsere wunderbare Session ein dreifach kräftiges Go! Wir haben es geschafft. 8,5 Wochen. Also wir Pädagoge, Anna ist auch angehende Pädagogin. Wir haben geschafft, 8,5 Wochen mit einer Mannschaft durch die Gegend zu ziehen. Ohne ein böses Wort. Es hat nicht ein böses Wort gegeben. Es hat noch nicht mal ein ermahnendes Wort gegeben. Wir haben einfach versucht, unsere Mannschaft auf den Weg zu bringen und haben sie dann laufen lassen. Und durch unsere generationenübergreifende Garde von 16 bis 73 haben die den Weg ganz, ganz schnell gefunden. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, und das habe ich mir zum Schluss aufgehoben, weil danach ist wahrscheinlich eh in dem Kalender, wo man einfach auch unseren Adjutanten nochmal danken muss. Weil sie es einfach auch verstanden haben, eine Mannschaft zu führen, ohne nur für eine Sekunde die Idee zu haben, alle Fäden zu ziehen. Und jemanden laufen lassen und dabei zu beobachten, wie er eine Energie entwickelt und Dinge aus dem Weg setzt, genauso wie wir uns vorgestellt haben. Leute, das ist ein Glücksgefühl. Das ist ein ganz großes Glücksgefühl. Und ich kann mich nicht daran erinnern, und ich bin ja immer nah dran, auch an den Garden, aber ja selber schon zweimal Gardist, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Leute so diszipliniert und so ihren Weg gegangen sind, in unserem Interesse, so wie wir es gemacht haben. Und Markus und Heinrich, ihr wart wirklich, ihr wart keine Offiziere, ihr wart keine Admirals, ihr wart keine Generäle, ihr wart unsere Stützen. Quasi Adjutanten, klingt komisch. Zwischendurch einen kleinen Witz und alles wieder. Ihr habt es wirklich perfekt verstanden, die Mannschaft zu führen. Und ihr habt definitiv an unserer, wenn wir jetzt von uns hier, die vier, die wir auf der Bühne stehen, wir sind 50-50, wir zwei waren die Clowns, die reden konnten, und ihr zwei waren die Clowns, die die Arbeit im Hintergrund gemacht haben. Und von daher von unserer Seite nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die ganz harten Worte machen wir heute Nacht, sonst ist nämlich hier gleich das Programm beendet. Deshalb, Jungs, herzlichen Dankeschön. Dem Festkomitee Gorcher Karneval angeschlossenen karnevalstreibenden Vereine sagen Danke für 8,5 Wochen tollen Karneval und verneigen uns vor euch. Gleich aber ganz ernst wird und lieber Markus, du die Kette und dein Zepter zurückgeben wirst, möchten wir euch in diesem Rahmen auch noch ganz offiziell aus euren Ämtern entlassen. Ihr werdet jetzt gleich von uns eine Urkunde erhalten, unterschrieben vom Bürgermeister der Stadt Gorch und vom Vorsitzenden des Festkomitees. Ich werde mal eine vorlesen. Prinz Markus,
Der jetzige Klopp wird für besondere Verdienste um den Gocher Karneval und der Brauchtumspflege seiner Heimatstadt Goch diese Urkunde verliehen und aus dem Amt des Prinzen Karneval in der Session 2010-2011 entlassen. Festkomitee Gocher Karneval, Karl-Heinz Otto, Frank Römmler. Mit dem gleichen Text die Urkunde für unsere Prinzessin Anna und Karl-Heinz jetzt auch diese übergeben. Unser Prinz Markus hat es vorhin schon gesagt, das waren die zwei Männer im Hintergrund, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Und das gehört auch so dazu, dass der Karneval in Goch so funktioniert. Und alle gleichlautenden Urkunden bekommen selbstverständlich auch die Adjutanten Markus Korsten und Heinrich Schmitz. Liebe Männer, ihr da unten in Gelb-Schwarz, auch für euch, es war ein bisschen viel, wäre es gewesen, wenn wir jeden Einzelnen, ihr hättet es sicherlich verdient gehabt, jeder Einzelne von euch auch ausgezeichnet zu werden. Und der Bürgermeister wird diese Urkunde stellvertretend mit dem gleichlautenden Text an einen stellvertretend für euch. Und da möchte ich mal den Paul Rosens hier nach vorne. Möchten wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken und auch eine Urkunde überreichen. Last but not least, lieber Karl-Heinz, jetzt hast du natürlich auch noch eine ganz, ganz besondere Aufgabe, um die ich dich auch beneide. Die Kolpingfunken-Mädels, ihr wisst, dass ihr mir ganz besonders ans Herz gewachsen seid. Auch für euch, den Kolpingfunken, eine Entlassungsurkunde für besondere Verdienste um den Gocher Karneval. Vielleicht, Karl-Heinz, gehst du mal einfach unten kurz rüber. So, und während der Bürgermeister hier auch unten noch vor der Bühne beschäftigt ist, denke ich, mach nächstes noch drin. Ja, lieber Karl-Heinz, die Aufregung hat es geschuldet. Ich gratuliere dir natürlich recht herzlich zu deinem heutigen Geburtstag. So kann ich auch noch ein bisschen Zeit gewinnen, aber die Gratulation kommt von Herzen. Und wir sind natürlich auch vorbereitet. Das Foto ist für dich eine kleine Erinnerung an unsere Prinzengarde, an unsere Zeit verbunden mit dem Besten. So, Markus, ich denke mal, einer deiner Adjutanten, der Markus wird jetzt behilflich dabei sein, die Prinzenkette an den Bürgermeister zurückzugeben. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vorausgehend die Standartenabordnungen unserer karnevalstragenden Vereine, gefolgt vom Tambochor und Behlmanns und die Klärnacken. Früher hieß der Tambochor, letztens haben wir extra noch eine Urkunde umgeändert. Okay, dass wir in dieser Reihenfolge dann in Richtung Kolpinghaus marschieren und wir werden euch nach Hause bringen, in eure gute Stube, in euer Kolpinghaus, in eure Narrenburg. Bevor möchten wir aber auch von unserer Seite noch ein kleines Blumenangebinde an die Prinzessin. Ein zweites Blumenangebinde für Diana. Diana ist da oben. Kolping-Karneval-Komitee. Alle zusammen. Freunde, herzlichen Dank für den Rahmen hier. Ich bin stolz als Prinzenpaar, als Prinz Karneval mit seiner Lieblichkeit Anna hier heute den Anfang gemacht zu haben für diese hoffentlich neue kommende Tradition. Ich sage Dankeschön an alle, vor allen Dingen natürlich auch an die liebe Anna. Ich habe es gerade extra nicht getan, weil ich wusste, dass es für dich ein harter Ritt ist. Aber wir werden es heute Abend noch im gebührenden Rahmen nachholen. Aber du warst wirklich ein Sechser. Den Rest machen wir später, das kriege ich nämlich jetzt auch nicht hin. Meine Lieben, herzlichen Dank, ruft mal zusammen aus, bevor wir uns aufmachen, unsere schöne Narrenburg. Dreimal von Herz, go! Ja!